Heute gibt es Walnussrisotto mit Birne und Thymian. Das ist rein vegetarisch. Also ich kann nicht nur mit Fleisch kochen, ich kann natürlich auch vegetarisch. Sieht man nicht an, aber ja, guckt euch das Video an, das ist wirklich sehr lecker. So, das wird jetzt erstmal ein Fond. Ich habe noch ganz viel Wurzelgemüse gehabt und Petersilie, Zwiebel, eine Mohrrübe, Pastinake und Knollensellerie. Da drin ist dann noch Pfefferkörner und Lorbeerblätter. Und das werde ich jetzt erstmal ein paar Stunden köcheln, damit wir einen wunderschönen Gemüsefond haben. So, meine Inge macht jetzt Nüsse hacken. Gut, wenn man ein schönes, scharfes Messer hat. Ein echtes japanisches. Danke, Thomas und Makiko. Grüße. So, die Nüsse wurden jetzt angeröstet. Ohne Öl oder Fett. Und jetzt machen wir Olivenöl und Butter. Butter warm. Das ist für den. Da kommt jetzt die Zwiebel und Sellerie rein, wird da kurz angedünstet, eine Minute oder so, zwei. Und danach kommt der Reis rein für Risotto und das wird dann mit der Gemüsebrühe immer aufgegossen. Pass auf, ich mach zu. So, Butter und Öl ist drin. Jetzt kommt Sellerie klein geschnitten und Zwiebel dazu. Das machen wir jetzt ein, zwei Minuten soll das dünsten. Sehr, sehr, sehr klein geschnitten. Habe ich gut gemacht. So, jetzt haben wir ein bisschen Butter geschmolzen. Da machen wir die klein geschnittene Birne rein. Und diesen frisch gepflückten Thymian habe ich extra geholt aus dem Feld. Dafür ist meine Inge. Wie viel? Circa 3 Kilometer. 2,5 Kilometer. 2,5 Kilometer. Querfeld ein, damit wir frischen Thymian kriegen. Ich habe dafür beim Bier getrunken. Ich dachte Sekt. Ach ja, stimmt, Sekt, okay. Sekt habe ich getrunken. So, das kann hier jetzt mit rein. Das ist jetzt Risotto. Genau. Reis. Wir haben Paella-Reis. Ich hoffe, das geht auch. Das müssen wir jetzt immer angießen. Das macht normalerweise Ralf immer sowas. Ich weiß nicht, wie ich das überhaupt hinkriege. Heute bin ich Kameramann. Muss ich dann auch die Küche sauber machen, wenn ja, ich koche? Selbstverständlich. Immer der nicht kocht, räumt auf. Mist. Ach nee, du hast ja letztens auch aufgeräumt und gekocht. Habt ihr das gehört? Das habe ich jetzt heute wirklich. So. Erstmal diese schöne Soße. Oder Fond, immer mal wieder was reinkippen und rühren. Hm.
durch die Zwiebeln ist das auch alles etwas süßlich und ja, schmatzig, so richtig, richtig schmatzig hier alles. Also das wird so leicht angedickt durch die Zwiebeln. Und die Gemüsebrühe, das ist auch wieder ganz toll. Also wirklich frischer geht nicht. Und das im Wohnmobil, Leute, das im Wohnmobil. Birne ist fertig. Ja, Birne ist fertig. Das habe ich jetzt schon ausgestellt. Die Stängel kommen hier gleich alle raus. Und das kann ich vielleicht jetzt schnell mal machen. Ich mache das erst mit rein in den Reis. Misch das und dann nehmen wir es hier raus. Achso, okay. Ich soll das erst in Reis reinmachen und dann soll es aber wenn es fertig ist. Ich denke, das sagt. Ich höre auf meine Frau. Jetzt machen wir, also Risotto ist soweit fertig. Jetzt machen wir die Birne hier mit rein. Alles, was im Topf ist, wurde hier vorher mit Butter gebraten. Das kann also gerne damit rein. Das ist mal ein bisschen kleiner. Die Walnuss kannst du reinmachen mit? Ein Strauch war da noch drin. Ventilator machen wir aus. Das ist Walnuss, mache ich mit rein. Haben wir vorher angeröstet. Und Käse. Nehmen wir jetzt ein bisschen unterheben. Ausmachen, dass der Käse jetzt nicht unten noch verbrennt oder so. Oh ja, das ist richtig, wie sagt man, schlotzig. Ja. Ja. Übrigens, werde ich das jetzt noch mal am Anfang erwähnen, das ist vegetarische Küche. Nicht vegan, aber... So, jetzt. Der Kochtopf erstmal als erster probieren. Das schmeckt. Ich glaube, ich wäre Ralf und vegetarisch, glaub, ohne Fleisch, nee, das schmeckt ohne, wirklich sehr gut, wirklich. Ohne Speck. Ist euch das aufgefallen? Kein Speck drin. Der Käse ist salzig und diese Birne schmeckt man, dieses leicht Süße. Oh, lecker. Leute, ich mache nachher wieder ein Foto, wenn das auf dem Teller ist. Herrlich.